Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von DevPlay. Heute haben wir was Großes vor. Heute wird nämlich endlich Roguestormers final veröffentlicht. Das heißt, wir verlassen die Early Access Phase und sind da. Also finale Release heute. Dazu wollen wir ein bisschen was über Roguestormers reden. Jetzt nicht unbedingt darüber, über die kreative Seite, wie wir Roguestormers gemacht haben, wie es gekommen ist. Ich meine, das ist eh eine lange Geschichte. Sondern eher über die Business-Seite. Also, was muss man beachten oder was läuft eigentlich hinter den Kulissen? Wie wird es berechnet? Was kostet ein Spiel? Und was sind da die Fallstricke? Und genau, und deswegen haben wir heute den Adrian hier. Hallo. Und der Marius, der wird im Hintergrund Roguestormers spielen. Das werden wir auch da unten in der Ecke ein bisschen einblenden. Manchmal auch ein bisschen größer machen, damit ihr seht, was Cooles passiert ist seit dem letzten Update. Genau, dann fangen wir doch einfach mal an. Adrian. Ich dachte, er soll jetzt zocken. Klar. Er macht die Arbeit und wir. Genau, und wir unterhalten uns ein bisschen, genau. Ja, so mal die Frage, was hat das Spiel gekostet? Gehen wir gleich in Medias Res. Ja, es war auf jeden Fall kein typisches Indie-Spiel. Wir haben Stand heute ca. 1,3 Millionen Euro in das Spiel investiert. Das sind am Ende 240 Mannmonate ca. Was heißt das? Was heißt Mannmonate? Also ein Mannmonat ist ein Mann oder eine Frau, also ein Entwickler, einen Monat lang. Das heißt, wenn ich ein Team habe von 10 Leuten, die 12 Monate lang an dem Spiel arbeiten, habe ich 120 Mannmonate. Okay. Und das sind dann die Kosten für Gehalt? Das sind Kosten für Gehalt, das sind Kosten für einen Arbeitsplatz, das spricht, du brauchst einen Computer, du brauchst Softwarelizenzen, du brauchst Monitor. Das sind aber auch Allgemeinkosten, die du hast, sprich anteilmäßig, was du an Officeplatz brauchst, was du an Nebenkosten hast, also Miete, Reinigung, Versicherung, was kommt noch alles dazu? Alles, was du an Nebenkosten in so einem Studio generierst. Das heißt, letztlich würdest du sagen, wenn du da 10 Entwickler hast für dein ganzes Team, kriegst du die Kosten, die du letztlich als Studio gesamt hast, runter und dann hast du deine Mannmonate, wenn man es jetzt so rückwirkend betrachtet. Okay. Wenn ich jetzt vorausschauend kalkuliere, dann gehe ich das nochmal ein bisschen anders an. Okay. Also vielleicht so als Beispiel, Roguestormers hieß ja irgendwann mal Project Ravensdale. Und der ursprüngliche Plan, den wir hatten, oder die ursprüngliche Vorgabe war, haben wir gesagt, okay, wir wollen ein Spiel machen. Beziehungsweise das war so ein bisschen eine Controller-Sicht, wo ich gesagt habe, okay, lass uns ein Spiel entwerfen für 100 Mannmonate. Okay. Das Konzept, was wir hatten, das waren dann 140 Mannmonate. Und dann planst du jetzt, kannst du gar nicht nur die. Jetzt kann ich sagen, das Spiel hat so und so viel gekostet, 240 Mannmonate. Aber im Vorfeld musst du natürlich Puffer einbauen, ja, weil du wirst immer irgendwo mehr Zeit reinstecken müssen, als du denkst. In unserem Fall war es eben so, wir hatten dann dieses Konzept mit 140 Mannmonaten. Und dann kamen eben zusätzliche Kosten noch dazu. Okay. So. Du hast gesagt, es dauert eigentlich immer länger, das musst du einberechnen. Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, da einen ausreichend großen Puffer reinzumachen. Das ist. Wie machst du das? Ja, das ist im Prinzip die hohe Kunst des Ratens. Ne? Okay. Weil du kannst natürlich, klar kann ich sagen, okay, ich mache jetzt mal 100% Puffer rein, ja.
Aber dann würde ich so ein Spiel vielleicht auch gar nicht anpacken. Ja? Weil ich muss mir auch überlegen, was kann ich an dem Spiel überhaupt verkaufen. Weil letztlich ist Leben hier, die Kollegen leben ja auch nicht von Luft und Wasser. Die wollen Gehälter sehen, die haben Familien zu ernähren, die müssen ihre Miete bezahlen. Das heißt, ich muss die Gehälter bezahlen und das kann ich nur, wenn ich mit dem Spiel, was ich entwickle, mindestens das Geld wieder reinbekomme, was ich reingesteckt habe. Und weil ich ja auch zwischendurch mal Sachen mache, die eben nicht funktionieren, auch mal Spiele, die nicht so laufen, oder ich versuche, einen Auftrag zu bekommen als Studio und pitche und funktioniert aber nicht. Das heißt, ich muss irgendwo auch noch eine Marge über die reinen Spielkosten reinbekommen, um meine anderen Unkosten zu decken. Okay. Und da spreche ich jetzt von diesem Überleben. Ne? Mhm. Ich spreche nicht davon, klar, wenn ich jetzt einen Hit habe wie Minecraft oder auch Rocket League. Ja? Mhm. Aber so ein Spiel hat eigentlich keiner auf dem Schirm. Auf einmal geht es total durch die Decke und die haben jetzt nicht kalkuliert mit, ich verkaufe 1 Million Einheiten. Die haben kalkuliert, okay, verkaufe ich 50.000, kann ich vielleicht schaffen mit dem Titel, ja, das stecke ich mal rein. Und dann hast du natürlich Puffer für eine Weile. Ja. Aber das ist wie Lotto spielen und das wollen wir alle nicht. Wir haben ja ein seriöses Geschäft, wir haben ja irgendwie 35 Leute, die sich darauf verlassen wollen, dass sie nicht von dem Lottoschein abhängen. Deswegen sagen wir, okay, wie kalkuliere ich und was kann ich verdienen? Ja. Und dann zurück zu dem Frage, wie mache ich den Puffer? Wenn ich den Puffer zu groß setze, sage ich, okay, ich plane jetzt mal 100 und setze mal einen Puffer, 300 brauche ich und 300, dann kann ich gleich von vornherein sagen, das werde ich nicht verdienen mit diesem Spiel. Ja gut, wobei, wenn wir jetzt ein Spiel selber rausbringen, dann ist der Puffer, okay, wenn du zu groß setzt, dann das ist für die interne Kalkulation halt zu hoch, aber ich glaube, das würde dann hauptsächlich da eine Rolle spielen, wenn wir jetzt Auftragsarbeiten erledigen. Das in beiden Fällen, weil du musst ja eine seriöse wirtschaftliche Entscheidung treffen. Entweder triffst du die Entscheidung im Studio, indem du sagst, okay, fasse ich dieses Spiel an, weil ich glaube, ich kann auch so viel verkaufen. Oder der Publisher trifft die Entscheidung und sagt, okay, ich gebe dir den Auftrag, weil ich glaube, ich als Publisher kann so viel verkaufen. Die Überlegungen dahinter sind beides mal die gleichen. Mhm. Ja, kann ich so viele Einheiten verkaufen, um die Entwicklungskosten, die Marketingkosten und einen Teil von der Marge wieder reinzubekommen. Okay. Ja gut, ich meine, geplant waren es ja, hast du gesagt, 140 Stunden. Jetzt haben wir ja letztes Jahr dann die, oder Anfang 2015 die Entscheidung getroffen, das Spiel zu ändern. Ja, du bist gut, du lebst. Ne? Stimmt, ja. Er hat Level 1 geschafft. Yes. Aber er hat auch geübt. Ja, gestern. Ja, ich weiß, was du die ganze Zeit hier machst. Genau, nee, wo war ich? Bei der Entscheidung, genau. Ein Aspekt des Spiels genau. In eine andere Richtung gehen. Genau, wir hatten ja, es ist ja immer noch ein Run and Gun, aber vorher war es halt eher so ein Dungeon Crawler im Stil von Diablo zum Beispiel, also Looten. Inzwischen sind es halt Roguelike-Elemente, wie jetzt Permadeath, prozedural war es Level 1 auch vorher schon, aber halt auch größere Level, um mehr zu erforschen und so weiter. Ich meine, das bedeutet ja eigentlich innere Schreikrämpfe bei dem, der das Budget plant. Richtig. Also es war schon eine Entscheidung, die uns jetzt nicht nur auf der Game Design Seite schwer gefallen ist, sondern die uns auch auf der finanziellen Seite schwer gefallen ist. Also einfach extra Zeit zu investieren in so ein Spiel. Das Problem war, das heißt Problem, das wirst du immer haben, du machst dich an ein neues Genre ran, ein Spielprinzip, was du selber so noch nicht gemacht hast. Klar, wir sind Plattformer erfahren, aber jetzt ein Multiplayer-Crawler-Spiel. Und was haben wir festgestellt? Wir hatten ein super Customizing-Tool, nur als Beispiel für Waffen. Du konntest dir die abgefahrenen Waffen zusammenbasteln. Und das war ganz früh schon in diesem Prototyp drin. Und die Leute haben es tatsächlich auch gemacht. Was haben wir festgestellt? Die Leute haben sich innerhalb kürzester Zeit einfach Megawaffen gebaut, ja, die wahnsinnig abgefahrene Effekte, ja, die alles platt gemacht haben. Und war relativ schnell klar, dass
du das nie gebalanced kriegst, wenn den Leuten einfach unbegrenzte Möglichkeiten gibt. Dann werden sie es auch ausnutzen, sie werden wählen. Ja. Und so schnell gehen die durch, haben den Content zusammen und dann basteln die sich diese verrückten Dinge. Du kriegst es nicht gebalanced und ohne Balancing hast du keinen Spielspaß. Ja. Zweites Thema, was wir hatten, am Ende hast du ein begrenztes Budget, aber bei so einem Crawler, wenn du den richtig gut machen willst, da müssen die Leute immer neuen Content haben, immer wieder mehr Zeug zu finden. Diablo, du kannst immer wieder alle verrückten Sachen finden. Aber das, das kostet auch richtig Geld. Und irgendwann haben wir das durchgeplant, haben gesagt, wir werden es nicht schaffen, den Leuten wirklich einen ewig langen Spielspaß zu gönnen, wenn wir darauf, wenn wir immer wieder neue Assets produzieren müssen für dieses Crawling. Und dann kam eben die Überlegung im Spiel, okay, was machen wir? Das ist, wenn wir einfach jetzt zum Beispiel diese Waffen, die verrückten Waffen, die haben wir alle noch drin. Ja, die sind alle noch drin. Noch neue dazu bekommen, nur musst du dir die eben erspielen und die sind halt definiert. Ja? Du kannst so mit Perks Variationen bauen und so weiter. Genau. Aber es ist eben nicht unendlich und dadurch kannst du es auch balancen. Ja, du hast nicht die Gefahr, dass du irgendwie nach einer halben Stunde Spiel Doomsday Device hast. Genau. Ja. Der alles platt macht. Genau. Obwohl das Ding witzig war, das war ein Spiel, wo das gebaut hat, wir alle so, okay. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, das war schon witzig. Ja, aber dann stehst du halt da. Meine Schätzung waren 40 Mann im Monat hat uns das gekostet. Mhm. Und das ist schon richtig viel. Und da musst du dir auch überlegen, was bewirkt diese Veränderung. Kann ich so viel mehr verkaufen, weil das Spiel so viel besser wird? Ja. Und wir haben uns ja wirklich nicht leicht gemacht, sondern wir haben ja parallel diese ursprüngliche Version laufen gehabt und wir haben diese neue Version, ich glaube 3 Monate oder so parallel. Es waren 3 Monate. Genau. Und haben dann analysiert, okay, was sagen die Spieler dazu, was sagt die Community dazu. Da übrigens auch so ein Ding, da haben wir auch relativ viel Kritik einstecken müssen. Wenn ich mir das Steam-Forum anschaue, die Leute gesagt, hey, ihr habt das über Facebook Feedback eingesammelt und über Twitter, aber nicht auf Steam. Fakt ist, wir haben überall Feedback eingesammelt. Aber um ehrlich zu sein, es war jetzt auch nicht so, dass wir jetzt tonnenweise von Beiträgen auf Steam bekommen haben oder Facebook. Aber was wir gesehen haben, das haben die Leute dann tatsächlich gespielt. Ja? Und das können wir analysieren. Und da war relativ klar, dass, dass die Kurve von dem von der alten Version, die ging runter. Ja? Und die von der neuen Version, da haben immer mehr Leute rübergeswitcht. Genau. Ja? Und die sind dann da auch geblieben. Und das war einfach eine ganz klare Message zu sagen, okay, ja, das ist die richtige Entscheidung, das ist das, was den Leuten einfach mehr Spaß macht. Was wir auch gesehen haben, ist, dass die allgemeinen Bewertungen des Spiels im Store dann hochgegangen auch hochgegangen sind. Ja. Also von daher war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Nur ich stelle es mir halt wirklich schwierig vor. Ich meine, irgendwo bist du ja dann irgendwo auch an einem Punkt, wo du sagst, okay, so weit und das war's, ja, nicht weiter. Ich meine, bei Rogue Summers haben wir es nicht, wir veröffentlichen heute. Obwohl es eigentlich... Also es ist teurer geworden. Es ist definitiv teurer geworden als ursprünglich geplant. Ja. Aber das musst du halt letztlich, klar, wir hatten gesagt, ursprünglich gab es 140 Mannmonate, dann haben wir 40 Mannmonate, die haben uns dieser Change gekostet, haben wir aber auch geplant. Und wir haben eben dann noch ein paar Aspekte. Kickstarter-Geschichte hat uns auch eben Geld gekostet und wir haben Assets nur für Kickstarter entwickelt. Das kostet auch alles Geld. Und am Ende musst du immer checken, okay, wo stehst du? Ja, klar, gehst du übers Budget raus. Das passiert ganz vielen anderen Self-Publishing-Studios auch. Zieht auch übrigens durch die Länge der Entwicklung. Ja. Wenn du nicht wirklich dich voll auf eins konzentrieren kannst, weil irgendwo musst du ja auch das Geld reinbekommen, was du investierst. Und das ist bei uns eben, dass wir irgendwie coole Auftragsarbeiten machen mit Publishern. Wir haben Portings zwischendurch gemacht, wir haben auch Serious Games Geschäft gemacht und das alles, um das Geld irgendwo reinzubekommen, um eben das Spiel auch zu finanzieren. Ja. Letztlich ist es so profan, ja? Du musst irgendwie Kohle herbekommen. Ja? Ja. Und wenn du halt weniger Fokus hast, dann zieht sich's auch ein bisschen mehr. Ja. Aber andererseits sind wir immer noch im Level, wo es
in der konservativen Betrachtung das Spiel auf jeden Fall sein Geld reinholen wird. Das ist ein absolut geiles Teil geworden. Das wird PC wird es nicht diesen Peak am Anfang haben. Wir waren Early Access und alle Untersuchungen und Steam Spy hat da ganz tolle Sachen geschrieben, zeigen, du hast einfach, wenn du ein Spiel released, hast du einen Peak am Anfang. Und den hast du, egal ob du den jetzt auf Early Access released oder ob du den auf nicht im Early Access, sondern gleich voll. Na, du wirst aber nicht einen riesen zweiten Peak bekommen. Ja, klar, wir haben jetzt einen Haufen Pressearbeit gemacht und so weiter, da wird nochmal ein Peak kommen. Ja, aber der wird nicht so. Im Endeffekt den großen Peak, den hast du bei der ersten Veröffentlichung. Das war bei uns vor 2 Jahren mit dem Early Access. Aber dadurch, dass wir halt jetzt doch eine Pause gemacht haben. Wir haben jetzt länger keine Updates veröffentlicht, obwohl wir hätten Sachen gehabt, aber wir haben einfach jetzt diese Pause gemacht. Wir haben dieses Easter Preview Event, Close Beta, wenn du so willst, gemacht. Aber ansonsten haben wir ja nicht gezeigt, was wir gemacht haben. Ja. Weil da ist nochmal eine Aufmerksamkeit da und dann haben wir eben die Konsolenversion, die kommen werden und das ist einfach so ein Match. Ja. Für Konsole, dass ich mir da eigentlich nicht so viel Sorgen mache.